So, ich bin wieder da. Ich habe ein klein wenig trainiert, ein paar Haufen Items gekauft. Deswegen habe ich jetzt auch kaum noch was von dem Geld übrig, das ich zusammengespart habe. Aber ich habe eine Menge Belebersamen und einen Haufen Gummis bekommen und beim Zusammenmixen sogar einen Wunderdrink bekommen, der meinen Spezialangriff um 4 Punkte erhöht hat. Naja, egal. Wir sind auf jeden Fall bereit. Ich habe die anderen zwei schon auf die Warteliste getan. Chalelos und Destiny sind mittlerweile auch Level 16 geworden. Ich habe meine Link-Attacken nochmal ein klein wenig angepasst, weil ich habe beim Level noch Doppelteam gelernt und jetzt ist das eine dreifache Link-Attacke. Das heißt, ich führe jetzt drei Attacken auf einmal aus und weil die alle gleich viel AP haben, ist mir das sogar ziemlich egal. Und wenn ich mit einer dreifachen Link-Attacke was kille, dann gibt es sogar nochmal mehr EP, soweit ich das jetzt weiß. Aber gut, egal, wir sind auf jeden Fall bereit. Oh, sind alle bereit für die Expedition? Diese Expedition wird eine lange Reise sein, ihr sollt ausreichend Items dabei haben. Seid ihr bereit? Kann ich doch unterwegs eh noch neu zusammensortieren. Ihr dürft keine Teammitglieder mitnehmen, die keine Guildenmitglieder sind, verstanden? Ja. Gut, ihr scheint vorbereitet zu sein. Wenn die anderen Lehrlinge eintreffen, werde ich die Besprechung beginnen. Wartet einfach bis dahin. Wie ich sehe, sind nun alle startbereit. Gut, gut, lasst mich erklären, worum es bei dieser Expedition geht. Erstens das Ziel, die Erkundung des Nebelsees. Der Nebelsee? Richtig, dieser See soll sehr weit im Osten liegen. Er ist jedoch vollständig von einem dichten Nebel umhüllt, daher wurde seine Existenz niemals nachgewiesen. Er ist lediglich eine nebelhafte Vorstellung eines Ortes, die sich bis heute einzig und allein auf Gerüchte stützt. Es gibt auch ein Gerücht. Man sagt, dort soll ein Schatz von atemberaubender Schönheit versteckt sein. Wow, ein Schatz? Wir gehen also auf Schatzjagd? Das ist aufregend. Ja, das wird ein riesengroßer Spaß. Macht bitte eure Wunderkarten auf. Hier soll der Nebelsee liegen. Als unerforschtes Gebiet ist die Gegend unter einer Wolkendecke verborgen. Unsere Gilde befindet sich hier. Wie ihr seht, liegt der See ein gutes Stück von der Gilde entfernt. Darum werden wir hier am Fuß des Hochlands unser Lager aufschlagen. Das wird unser Basislager sein. Würden wir alle auf einmal in einer Gruppe zum Basislager reisen, wären wir in unserer Mobilität eingeschränkt. Daher planen wir, in Gruppen aufgeteilt zum Basislager zu reisen. Ich werde diese Gruppen jetzt bekannt geben. Zur ersten Gruppe gehören Sonflora, Krakelo, Dickda und Glibunkel. Nur, dass ihr es wisst, ich lasse mich von euch nicht aufhalten. Das sagt der Richtige. Zur nächsten Gruppe, Dickdri, Palimpalim und Krebskorps. Wir sind eine stramme Truppe. Ich verspreche, dass ich mein Bestes geben werde. Hey, hey, ich ebenso. Mal sehen. Der Gildenmeister und ich werden zu zweit gehen. Das ist akzeptabel, nicht? Och, ich muss mit Plaudergei gehen. Das ist so langweilig. Bitte sei nicht so anstrengend. Das ist ein wirklich wichtiger Teil unserer Strategie. Oh, gemein ist das. Unsere Gäste von Team Totenkopf sollten unabhängig von uns als eigene Gruppe reisen. Verstanden. Und die letzte Gruppe bilden Fliegi, Kilian und Biliza. Wir sind eine Gruppe. Ich hoffe, ich kann mit euch mithalten. Jawohl, ja. Mir geht es genauso, Biliza. Nun gut. Lass es uns anpacken. Machen wir uns auf den Weg. Hurra! Und so begann es. Das Gilden-Expeditionsteam startete seine Reise zum Nebelsee. Wie geplant wurde das Team in einzelne Gruppen unterteilt. Die Gruppe von Kilian und Fliegi und Biliza plante daraufhin ihre Route. Sie einigten sich auf eine Route entlang der Küste, die zum Basislager führte. Jap, ich möchte mein Abenteuer speichern. Jetzt geht's endlich auf Expedition. Kapitel 7, die große Gildenexpedition. Wow, das Meer ist gleich da drüben, Kilian. Sieh dir nochmal diese Klippe an. Jawohl, ja, das sieht mir immer mehr nach einer echten Expedition aus. Der Weg, der vor uns liegt, wird nicht leicht werden. Genau das Richtige für wahre Erkunder. Und das... Das hier ist etwas, das Erkunder, wie wir sofort wiedererkennen. Ein Kangama-Speicher. Kangama-Speicher?
Jawohl, ja, richtig gehört. Das da ist ein Kangama-Speicher. Kangama-Speicher erlauben dir, Items zu lagern oder herauszunehmen und deinen Spielfortschritt zu speichern. Sie sind für Reisende sehr hilfreich. Nun, ich habe noch nicht so oft Kangama-Speicher verwendet. Ich vermute, das ist nicht gerade ein Grund zum Prahlen. Ich wollte nur noch mal sagen, dass das hier meine erste Expedition ist. Donnerwetter, ich bin irgendwie nervös. Es geht uns auch so. Es ist für jeden von uns etwas Neues. Geben wir einfach unser Bestes. Schlagen wir mal die Wunderkarte auf. Wir befinden uns jetzt hier. Wir sollten die anderen am Basislager treffen. Das liegt genau dort drüben. Wir können uns als erstes vornehmen, diesen Punkt zu erreichen. Wollen wir uns als erstes Ziel setzen, dorthin zu gelangen? Jawohl, ja, ich bin einverstanden. Fliege verhält sich wie ein Anführer. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Kommt sicher von der Aufregung über die Expedition. Aber Fliege war früher so zurückhaltend und gibt sich jetzt viel mehr Mühe. Ja, Fliege wird nach und nach immer selbstbewusster. Gibt es ein Problem? Wenn man genau hinsieht, gibt es zwei Eingänge. Das ist aber verwirrend. Was machen wir jetzt, Kilian? Welchen Weg nehmen wir? Wir nehmen die Schroffküste, die andere wäre zum Trainieren und Trainieren habe ich gerade gemacht. Zeit, dass wir alle drei als ein Team zusammenarbeiten. Schroffküste U1. So, los geht's. Neue Dungeon, neues Glück. Ein Gastrodon. Mit AP-Sparer, drei Attacken erwischt. Das ist sehr schön. Es wird dabei, glaube ich, überhaupt keinen Attackenpunkt verbraucht, ne? Ja. Na, dann mal weiter und nochmal weiter. Da geht's nicht weiter. Dann müssen wir nach unten. Ich mag die Musik in diesem Dungeon, die ist so schön. Da kommt noch mal ein Gastrodon auf uns zu. So viele Gänge. Ein Wingull. Erste Box, die wir finden. Jawohl, ja. Momentan bringen uns diese Box zwar nicht, weil wir sie nicht aufmachen können. Allerdings, sobald wir wieder in Schatzstadt sind, können wir damit ein Azubi, nett. Können wir damit dann zu einem neuen Laden gehen, der dann bis dahin offen hat, nämlich Xatus Begutachtung. Xatu kann dann kann dann schätzen, was in diesen Kisten drin ist. Und dann kann er. Dann gibt er uns quasi den Inhalt der Kiste. Für den brauche ich doch keine Attacken. Trifft mich doch eh schon nicht mehr. So wenig EP im Vergleich zu dem, was man im Training kriegt. Vorhin, als ich da wieder bei den Kinnwurms im Knogger-Dojo trainiert habe, habe ich bei der untersten Ebene wie viel waren es? 600 und noch ein paar zerquetschte EP pro Gegner bekommen. Ach Gott. Verwirrung. Ein Melodie-Orb. Und ein Apfel. Was haben wir hier noch? Ein Flieh-Orb. Nicht, dass ich den brauchen würde oder so. Weiter geht's. Untergeschoss 6.
auf Ligi zu malträtieren. Okay. Das ist ein Blaugummi, oder? Ja. Die gibt es hier relativ häufig. Und ein Grüngummi auch gleich noch. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie viel Blaugummi ich bis zum Ende brauche, aber ich hebe mal vorsichtshalber mal 3 auf. Ein Keklionladen, was hast du denn hier? Ein Belebersamen. Ich habe nicht so viel genug Geld dabei. Nee. Da haben wir noch einen Apfel und noch einen Apfel. Ja, bis auf den Belebersamen hätte mich nichts interessiert. Der Magen knurrt. Wieso tut er das? Magen, wieso knurrst du? Ein Dratini. Los, komm, schließ dich mir an. Ich will ein super cooles Dratini in meinem Team haben. U8 sind wir schon. Was haben wir hier? Ein Schlafsamen. Ich sollte jetzt aber trotzdem mal einen Apfel essen. Mach doch nicht sowas. Hier mal noch einen Apfel, sehr schön. Hier geht's weiter, habe ich mich gerade verschaut. Komm schon, Dratini, schließ dich mir an. Dratinis wollen sich mir nicht anschließen. Ich will doch so gerne so ein kleines Dratini haben. Da haben wir das Ende des Dungeons erreicht. Jo, Menschenskind, ich glaube, jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja, aber bis zum Basislager müssen wir noch ziemlich weit gehen. Lass uns einen Blick auf die Wunderkarte werfen. Wir befinden uns jetzt hier. Dort ist das Basislager. Ich würde sagen, wir sind schon ziemlich weit gekommen. Wir sind fast da. Das Basislager liegt gleich hinter diesem Berg. Och, mein Magen hat geknurrt. Unsere auch. Wenn wir jetzt anfangen, auf diesen Berg zu steigen, kommen wir, glaube ich, nicht an, bevor es dunkel wird. Wir sollten für heute Schluss machen. Wir können hier übernachten. Ich stimme voll und ganz zu. Dann lasst uns essen. Juhu! Am nächsten Morgen. Okay, Leute, wir müssen uns auf den Weg machen. Über diesen Berg kommen wir zum Basislager. Jawohl, ja. Packen wir es an. So, ich würde gerne ein bisschen was lagern. Und zwar ziemlich genau alles, was ich da mehr oder weniger gefunden habe. Noch speichern. Wieder in Epic Slow Motion. Jupp, ich bin bereit. Wir nehmen den Berg über den Hornberg. Wurf-Items. Schaden ja nie, wenn man welche dabei hat. Da haben wir sogar noch mehr. Ja.
Ebene 2, Ebene 3 und 4. So könnte es weitergehen, wenn das... Eine TM, eine TM. Ja, es ist die TM. Ja, Problem ist, ich müsste jetzt den Link dafür lösen, aber ich hab meine TM gefunden. Ich habe den Durchbruch. Ist die Frage, ist es mir wert, dass ich dafür jetzt den Link löse? Sagen, dass diese TM für Fliki eigentlich fast noch besser ist als für mich, aber Fliki hat gerade schon so ein super tolles Moveset. Und ich stehe eigentlich nur da mit einer Elektroattacke und einer Normalattacke und insgesamt noch zwei Statusattacken dazu. Papinella, du darfst dich mir auch gerne anschließen. Schade. Geheimstufen. Bazaar, jawohl, ein Geheimbazaar. Ja, ein Geheimbazaar. Was ist ein Geheimbazaar? Ein Geheimbazaar hat vier tolle kleine, ich sag mal, Geschäfte. Was habe ich denn dabei? 192 Poke, das reicht zumindest für eine Wundertüte. Was ich hier machen könnte. Ninja Tom hier könnte mir dazu helfen, aus dem Dungeon zu fliehen. Er ist quasi ein Flieh-Orb, wenn man keinen dabei hat. Schlurpleck hier kann mir alle möglichen verklebten Items wieder entkleben quasi. Schluckweg hier verkauft Wundertüten, da kann alles Mögliche drin sein. Meistens kriegt man dafür für relativ wenig Geld ziemlich geiles Zeug. Und bei der Pantimimi Wellness kann man sich für ein bisschen Kleingeld alle seine KP, AP und seinen Magen wieder vollfüllen lassen. Also kostet 100 Poke, dafür kann man sich einmal komplett vollheilen quasi. Aber da ich Vollheilen gerade nicht nötig habe und ich sowieso nur Geld für eine einzige Aktion habe, kaufe ich mir eine Wundertüte. So, was haben wir denn drin? Eine Sinebeere. Okay, das war jetzt nicht unbedingt so toll. Da gibt es wesentlich Besseres. Ich habe da öfter schon Gummis oder Belebersamen rausgezogen. Aber gut. Jetzt haben wir den Geheimbazaar auch mal gesehen. Ja, deswegen kämpfe ich so ungern gegen Aerodactyl, der Erzwinger. Und ich erreiche Level 19. Das heißt, Fliege ist auch gleich Level 19. Lernt eine neue Attacke. Was lernt er denn? Gegenschlag. Was macht denn der Mystery Dungeon? Für Gegner Schaden zu weniger KP. Okay, also das gleiche wie im normalen Spiel. Brauchst du aber nicht. Da hast du nämlich wesentlich coolere Attacken einfach so. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine richtig coole Box. Wenn Gegner raumgreifende Attacken haben, das ist schlimm. So, ich will noch Geld. Geld können wir immer mitnehmen. Weg hier.
Du bist mir eigentlich eher gefährlicher. Wenn du wieder so einen Scheiß wie diesen Silberhaus bei mir vorhin machst. Mir selbst hat er ja nicht so viel ausgemacht, aber Bidiza bringt das halt leider ziemlich um. Schon wieder. Zweimal in einem Dungeon. Das ist geil. Und diesmal habe ich Geld für 3 weitere Wundertüten. Komm. Die gönnen wir uns jetzt einfach mal. Was haben wir diesmal gekriegt? Schon wieder eine Siegelbeere. Hey, kannst du mal was Ordentliches drin haben? Das wäre ganz nett. Habe ich jetzt auf Nein gedrückt? Ja. Komm schon, gib mir was Tolles. Eine Fragierbeere. Also, da war mir die Siegelbeere vorher noch lieber. Komm schon, einmal was Gutes. Heute mag er mich nicht. Heute gibt er mir nur irgendwelche komischen Bären, die ich eigentlich viel billiger kriegen würde. Dafür, dass man den Geheimbasar so selten findet, ist das eigentlich schon fast frech, dass er mir jetzt die ganze Zeit Siedelbären in die Hand drückt. Geht's nicht weiter. Viele Items hier in diesem Raum. Ebene 14. Mal schauen, vielleicht schließt sich das Verbindende mir doch noch an. Komm schon. Na, schade.